Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. Und ich habe ja zum ersten Mal gemerkt, dass man im Dorf auch Gesten machen kann. So ein Dreck, hätte ich das mal vorher gewusst. Ja, okay, Part 41 ist ja nicht spät genug, oder? In der letzten Folge haben wir die ultimative Maske gefunden, also die Chakalakas hier die ganze Zeit gesucht haben. Und zwar haben wir die von einer Ratian bekommen. Ja, wunderbar, ne? Ich habe jetzt schon mal frisch gegessen und wir kümmern uns jetzt um den folgenden hier. Brachydios bedeutet Ärger. Das ist natürlich aus dem Intro, ich weiß es. Und ja, ich habe, wie man sieht, schon ein paar Sachen hier erledigt. Da habe ich nur ausgelassen, das wäre mir zu nervig. Deswegen spiel ich, glaube, das schaffe ich gar nicht. Ich habe den hier irgendwie in einer halben Stunde oder so geschafft. Wie soll ich denn dann zwei auf einmal schaffen? Schaffe ich zeitlich gar nicht. Ja, diese ganzen extremen Sachen habe ich auch noch alle ausgelassen. Wir kümmern uns jetzt um die Quest. Gegessen habe ich schon, habe ich glaube ich gesagt, ne? Man sieht vielleicht hier, ich habe eine neue Waffe. Ich habe aus einer Rostscherbe vom Vulkan, wo man, okay, im höheren rangigen Vulkan, habe ich gemerkt, dass man wahrscheinlich bei jedem Anlauf, wenn man die Erntetour macht, drei Rostscherben bekommt. Und das ist geil. Weil da habe ich eine Großschwert-Version von diesen Anti-Drachen-Klamotten bekommen. Und ja, die hat es in sich. Das ist im Moment die stärkste Waffe, die ich habe. Auch wenn die irgendwie so aussieht, als würde sie jeden Moment irgendwie zusammenbrechen, die Waffe. Also sieht nicht so schön aus vom Aussehen her. Und ja. Und ich kann die sogar bald noch weiter upgraden. Ich brauche nur Klamotten, die Bra am Anfang haben. Und ja, ich nehme an, das hat was mit Brachydios zu tun, ne? Hat ein Drachenelzenblut, ich weiß nicht mehr, ich glaube vom Zeradeus habe ich das bekommen. Muss ich nur haben und Erdkristalle kriege ich sowieso verdammt viele. Und dann kann ich endlich mal eine Waffe upgraden, die auch in den blauen Bereich geht. Also hoffentlich kriegen wir mal hier so einen Skalp von dem Teil. Und ja. Ich habe alles hier noch. Ja, gut. Dann los. Knüppeln wir diesen Typen kaputt, meine ich. Quest wird gestartet. Okay, Vulkan. Das habe ich mir schon gedacht, weil Intro. So, dann bin ich mal gespannt. Das einzige Monster, was wir noch nicht gesehen haben, was im Intro vorkam, ist das allerletzte, was man einfach nur irgendwie in so einem Fluss oder in so einem See gesehen hat. Ich glaube auch im Vulkan oder so war das, ich weiß nicht. Haben wir so vom Weiten gesehen, das ist das einzige Viech, was wir noch nicht gesehen haben. Und das wird wahrscheinlich das allerletzte Viech sein, so im nächsten Rang, nehme ich mal an. Also ja, das wird ein Spaß. Aber erstmal der hier. Der auch schon sehr gefährlich aus im Intro. Aber ich glaube, es ist eine neue Waffe, das dürfte jetzt eigentlich klappen. Oh, da kommt er auch direkt. Geil. Geil, explosive grüne Grütze. Vielleicht mal in den Jägernotizen reinschauen sollen. Okay. Dann schnappen wir uns den. Haut der ab? Nein? Okay. Komm her. Deinen Schwanz will ich haben. Komm her. Neue Kampfmusik? Weiß gar nicht. What? Schon gar nicht durch seine Sachen. Doch, gut. Nur ich durch seinen Schwanz komme ich wahrscheinlich. Das ist auch schon mal doof. Da ist den Schwanz, kann ich nicht abtrennen. Ja, mit etwas Glück wahrscheinlich. Bin wahrscheinlich gegen diese Keule da dran gekommen. Mal schauen.
Jemand war auch noch kämpfen müssen, ist hier dieser riesige Dino, der hier bei jeder anderen Mission irgendwie auftaucht. Da war ich mir ja auch schon. Er hat mich bis jetzt noch kein einziges Mal bekämpft. Ich bin immer weggerannt, als er aufgetaucht ist. Also ja, wird auch ein Spaß, weil das Vieh ist riesig. Mein Gott. Schnell sich das Vieh bewegt. Au. Der macht auch gar nicht wenig Schaden. So, geh mal. Gesundheitserholung, sehr gut. Oh, umgefallen, sehr gut. Ich bin natürlich wieder einen Kilometer weit entfernt. Mein Schwanz kriegt doch sowas von abgetrennt. Oder? Au. Boah, ich wurde zeitgleich geheilt. Sehr gut. Exzellente Zusammenarbeit. Diese Einviecher, die können ruhig verrecken. Und wahrscheinlich diese Beulen kaputt machen, ne? Wir gehen mal auf die andere Mitte los. Ich komme so nicht an deinen Schwanz. Oh Gott, das explodiert gleich, ne? Ja! Ich sehe mich hier ein paar Mal drauf gehen, ehrlich gesagt. Ja, was ist das? Große Vivantränen. Ich wollte schon sagen, das muss ja von denen sein. Ich habe ja nicht mehr diese Entenkopf hier, der mal Sachen hinterlässt. Ich laufe jetzt auf jeden Fall stark, das habe ich schon gemerkt. Oh Gott, ich muss aufpassen. Ich laufe einfach so durch, weiß ich hätte einfach so links irgendwie hinlaufen können oder so. Der konzentriert sich gar nicht auf meine anderen Kameraden hier. Boah. So. Oh Gott, Hilfe! Die sind gelb geworden. Ja, ich glaube, ich muss flüchten. Weil er lässt einfach nicht von mir ab. Ich muss mich mal offscreen hier heilen. Also nicht offscreen, aber in einem anderen Gebiet. Ich habe keinen Farbball auf den, merke ich gerade. Weil der geht echt konzentriert auf mich los. Ja, geil. Bin ich beinahe getroffen worden von. Aber jetzt gehst du da lang, oder wie? Ups. Warte mal. Jägernotizen. Mit Kamera drehen. Wo ist er? Hier. Kampfwieber mit explosiver grüner Substanz überzogen. Es könnte ein Schleimpilz sein, der durch den Bachiodius Speichel scharf gemacht wird. Außerdem können sie kräftige Schläge mit den Vorderbeinen austeilen. Okay. Nichts irgendwie so, ja, der schwacht da. Oh Gott. Gegen Satt. Naja, der schreit. Machen die immer, wenn die ihre Beine so komisch machen. Wow. Der lässt aber auch echt nicht von mir ab. Gott, Hilfe! Geh weg! Autsch! Oh mein Gott, wenigstens wäre ich nicht verbrannt oder irgend so ein Kack. Warum gehst du auf ihn los, Mann? Ich habe überhaupt nicht in die Richtung gedrückt. Machst du da? Ich bin echt vorsichtig angreifen, habe ich das Gefühl. Na, Vorräte geliefert, sehr gut. Kampfwieber, der hat mir gerade noch gefehlt. Die Viecher nicht schon stark genug werden, macht die irgendwie noch so eine Kampfprofession, eine Kampfunterart. Au. Oh Gott, ich wollte mich eigentlich kratzen kurz. Also kratzen, nicht abkratzen. Mein Gott, wie synchron die auf denen draufgesprungen sind. Ich brauche mal echt eine neue Rüstung.
Die Gegner sind also schwer. Den will ich erstmal meine Waffe wieder hochballern. Dafür brauche ich Zeugs von dem. Den Zerdos habe ich auch mal wieder gekämpft. Ist auch nicht mehr so stark. Man macht den Schwanz ab, Mann. Kann bestimmt diese Beulen da abmachen. Nicht getroffen. Noch nicht getroffen. Einfach unter ihm bleiben, dann bin ich sicher, ne? Die Explosionen tun denen aber nicht weh, ne? Wäre noch schöner. Au. Oh nein. Das hat weniger weh getan, als ich gedacht hatte. Ja. Pff. Verdammt. Ja, wieder rein. Pff. Warum können die alle in Lava laufen? Was soll das eigentlich? Lava ist verdammt nochmal heiß. Egal, was, wie groß du bist. Ich kann diese Dinger so weit von kaputt machen, ich weiß es. Au. Er hat einen Kopf. Hilfe! Wo ist er? Da. Hilfe! Mal ganz kurz heilen. Oh, geh weg, du lähmst mich hier doch. Ein sehr ungünstigen Zeitpunkt. Schon wieder? Nee, doch nicht. Ich dachte, er wäre umgefallen. Nur ganz ruhig das Gebiet ruhig wechseln, ja. Dann kann ich mal ganz kurz die Vorräte holen. Und mich heilen. Und was essen. Und so weiter und so fort. Also wenn ich nicht getroffen werde, ist er einfach. So wie jedes andere Viech eigentlich. Den Jin Moran hier habe ich mich gar nicht erstmal wieder dran versucht. Wert Viech, weiß ich nicht. Ich habe mal im Video, von meinem Video hier geguckt. Ich kann den ja auch so angreifen mit meinem Schwert. Also nehme ich mal an, weiß ich nicht, wenn mein Schwert noch stärker wird, dass meine Chancen ein bisschen besser sind. Weil er hat ja gesehen, ich konnte ja nichts mehr machen am Ende. Bei meinem letzten Versuch. Die ganzen Kanonen und so, man merkt, oh, Kayama ist wieder da. Meine Harpunen und was weiß ich, alles weg und ich konnte nichts mehr machen. Jetzt muss ich ja irgendwie so stärker werden. So. Windwettstein. Geldeffekt kann ruhig. Geht der oder ran, der kann mich auch so. Ach, verdammter Dreck. Nicht gut. Kann irgendwas machen mit mir. Fassbomben habe ich zwei. Werden schon auch gut sein. Ich mal direkt einsetzen. Hör nicht Schaden. Ist sowieso ein Kontoobjekt, oder? Nö, egal. Wann benutze ich die denn sonst mal? Ich könnte ja eigentlich mal in ein paar Kämpfe hier so fallen und so mitnehmen. Würde die bestimmt einfacher machen. Wenn ich so Pfeilgruben oder was weiß ich. Könnte ich auf jeden Fall ein paar Gratis-Treffer machen. Aber das ist einfach nicht mein Stil. Oh. Der ist schon wieder dahin gewechselt. Wer hat da gepennt? Hm. Ja, jetzt läuft das ab, ist klar. Na gut. Hoffentlich pennst du kurz, dann kann ich auf dich draufschlagen. Oh Mann. Noch Mann. Bumm. Dann soll ich mal angreifen, ne, die Dinger?
Der tritt da sowieso nicht rein. Ich weiß halt auch. Ja, bleibt genau da stehen. Warum sind denn da jetzt drei? Los, lauf mal da rein. Tu mir mit meinem Gefallen. Weißt du, wenn ich weit genug von dem weg bin, ne, dann will sie mich auf den Arm nehmen. Ja, zwei gebracht, danke. Deswegen benutze ich solche Dinger nicht. Ja, guck mal. Explodieren die wieder und nichts gebracht. Getroffen, ich weiß es nicht. Die Dinger sind kacke. Oh nein, nicht gut. Der hat was hinterlassen, geil. Oh nein. Ich habe irgendwas. Irgendwas ist mit mir. Das kommen mal auf mit diesen, da ist schon wieder was glänzendes. Warum müssen hier bei was glänzendes? Oh. Ja, ich will das. Wo ist das hier? Na, große Biwan-Trainer, ja, super. Ist immer, wenn ich einen Kilometer weit von dem entfernt bin, macht er gerade nichts. Oh geil. Nein, doch nicht da lang. Also die Schwänze habe ich, ehrlich gesagt, voll easy abtrennen können bei den anderen Viechern mit dem Schwert. Ich block mal. Aua. Der Angriff sah so heftig aus, ich habe nur so wenig Schaden bekommen. Ich hoffe, ich kann den Schwanz auch abtrennen. Das sieht so aus, als könnte ich hier diese Keule da wahrscheinlich nur beschädigen wie beim Duramboros. Oh Gott! Was zum Teufel? Ein bisschen blöd wäre, weil ich kann das Ding nicht angreifen. Obwohl ich... Mir ist aufgefallen, man kann auch Sachen abtrennen, wo man immer abprallt. Wenn man genug darauf haut. Aber man muss nicht unbedingt, weiß ich nicht, da durchpreschen mit der Waffe. Mir glaube ich beim Kinn hier von diesem einen Viech aufgefallen. Das eine Viech, was sich so rollen kann im Vulkan und so ein Riesenkinn hat, ich weiß nicht, Uraktor oder irgendwie sowas. Ich habe die ganze Zeit gegen den sein Kinn gehauen und irgendwann ist er kaputt gegangen. Wo ich die ganze Zeit immer da abgeprallt bin. Das scheint auf jeden Fall zu bringen. Oh, nee, Ärzte jetzt noch nicht. Es ist Hilfetrank, aber. Na komm. Oh, der hat keine Dings mehr. Kein Farbball. Aber wird er, glaube ich, auch nicht brauchen, ne? Tut sich ja irgendwie nicht rollen oder was weiß ich, was machen. Oh. Ich war so stolz, als ich vorhin beim ersten Mal das Ding getroffen habe, ne? War einfach. Hält mich ja voll. Katzen, helft mir. Ich war am Brennen, ja super. Weißt du, dieses grüne Zeug überhaupt, was ich habe? Das ganze Zeit so, weiß ich nicht. So, ich bin ganz halt so grün am Blinken. Die armen Katzen. Oh Gott, warum brenne ich denn? Wurde gar nicht getroffen von irgendwas. Oh. Oh Gott. Oh Gott, weg da, weg da, weg da. Ich war schon wieder am Brennen, weil ich die Dinger berührt habe oder was. Neun, hinterlass mal was.
Noch nicht auch so. Ich dachte, du würdest gehen. Okay, wie wurde ich von dat getroffen? Bitte schön. Geh nicht auf mich los, verdammt. Der veräppelt mich immer. Sehr gut. Oh, sehr gut. Schnell looten. Mach Radius Schweif, okay. Was wert. Dann liegt irgendwas. Geh weg. Na, oh, verdammt, da war's. Sentiere ich mal auf Schatscha. Sehr gut. Es ist Hilfarznei, sehr gut. Doch, heilen. Nochmal heilen. Nochmal heilen, nochmal heilen. Oh Mann. Das machen wir die Dinger kaputt, hoffentlich. Boah. Oh Gott, ich war mir jetzt nicht sicher, ob das der Angriff war. Aber ah, der Angriff. Danke. Oh nee. Oh nee. Okay. Ja, okay, verschwinde. Gut. Ich loot dann mal hier die Katzen. Und eine Eichel. Was macht das überhaupt nochmal? Das ist einfach noch ein Kontoobjekt, ne? Okay. Boah, bis jetzt läuft der Kampf noch. Irgendwie leben wir noch. Kämpfe werden immer länger, ne? Ich dachte, wir sind eigentlich schon so gut wie am Ende von dem Spiel. So lange wollte ich das Projekt eigentlich nicht laufen lassen. Ich weiß gar nicht, wann ich Dragon Ball jetzt hier mal hochladen soll. Oh. Konntest du nicht irgendwie eine Sekunde oder so früher machen, ne? Komm mal hier hin. Zu weit. Bin mit fast vollen AP reingegangen. Aua, ist gut, Mann. Wie weit? Nein. Wie schnell gut heilen. Alter, dieser Angriff. Ist gut. Weiß, du kannst randalieren. Und Kayamba ist schon wieder tot. Warum ist denn er die ganze Zeit tot? Jetzt macht er gar nichts und ich bin wieder einen Kilometer weit entfernt. Super awesome Attack! Dusch! Okay, er ist erschöpft. Ah! Verdammt, der Level macht mich hier fertig. Kann ich auch sowas von kaputt machen, ich weiß es. Also wenn er erschöpft ist, dann ist er aber richtig erschöpft. Okay, ist klar, ne? Wenn er die ganze Zeit hier wie ein Bilder rumboxt. Sie hat aber irgendwie noch keinen Angriff mit seinen Vorderbeinen. Und das hier sind ja auch wohl keine Vorderbeine. Aber die ganze beide separat kaputt machen, sehr gut. Frag mich, ob der jetzt immer noch die grüne Grütze hier hinterlassen kann. Stimmt, ne? Solche Veränderungen hätte ich irgendwie besser gefunden im Monster Hunter.
Zum Teufel, hat der einen Reno Plus gerade geschlagen? Ich glaube, den treffe ich nicht. Boah, wieder frisst, ne? Ich habe so ein Angriff auf das Ding hier ihn niederprasseln lassen und das Viech hat immer noch nicht seine andere Faust kaputt. Oh Gott. Diesmal habe ich es erkannt. Ha. Ich lerne. Ich bin seine Faust war eine Sekunde am Brennen. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Bitte lass mich hier sicher stehen. Danke. Oh Gott. Erstmal ein Trank. Oh Gott. Oh, warum konnte ich da nicht abwehren? Nein, geh weg von mir. Alter. Jetzt bin ich betäubt, ne? Nee, nicht gut. Oh mein Gott. Hops, Idiot. Jetzt werde ich von allen möglichen Kack getroffen hier. Ich mache deine Beule am Kopf kaputt. Bah, ich werde jetzt von allem getroffen hier. Das tut doch überhaupt nicht weh. So. Ja, worauf nicht die letzten Tränke sein, oder? Ist doch gleich schon tot, bestimmt. Habe ich seinen Kopf? Ich habe seinen Kopf. Ha! Habe ich alle Beulen von dir kaputt gemacht. Mann. Der kann echt keine Explosion mehr damit machen, geil. Seinen rechten jedenfalls. Wieso bann ich? Mal macht der andere auch noch kaputt her. Soll nicht so schwer sein. Oh Gott. Aber jetzt kann er doch Explosion machen, wenn er gelb ist. Ma. Ja. Ich darf eine Chance haben, hier rauszukommen, ne? Wieso trifft er mich immer mit dem Angriff? Ja, immer. Voll außer Reichweite. Jetzt dreht er wieder durch. Nein, du blödes Viech, geh weg. Geh auf den los, wenn du unbedingt kämpfen willst. Bah, dann komme ich näher, ne? Ja, pff. Dreck. Mann, geh doch mal weg. Jetzt brauche ich mich immer zwei, dreimal hintereinander anzugreifen. Boah, das ist bitter. Oh, Kayama, wo bist du? Ernsthaft, wo ist er? Oh Gott, ich gehe mal jetzt zu diesen explosiven Dingen. Vielleicht macht er das kaputt. Und kriegt dadurch Schaden, wird dadurch besiegt oder so, oder läuft einfach so vorbei. Er hat den Schaden gemacht ein bisschen. Ich treffe das letzte Ding einfach nicht.
Oh, sehr gut. Ich werde sowieso von einem Angriff immer getroffen. Ich krieg den nicht kaputt, ja, wenn das so weitergeht. Nein, nicht da lang. Oh, der ist am Humpeln, sehr gut. Last Stand. Generation, nö. Aber jetzt bist du dran. Hätte ich mal eine Fall, aber wäre Kampf schon so gut wie vorbei. Ich habe nur Beruhigungsdinger dabei, leider. Ich noch von der Aufnahme machen sollen. Oh, danke. Genau, jawohl, danke. Genau, kann ich jetzt ehrlich gesagt gebrauchen. Ja. Diese Viecher, ne, diese kleinen. Oh, ich wurde nicht getroffen, okay. Überraschung, Überraschung. Ich bin ein Jäger. Oh Gott. Ich will nicht immer, dass du vorne in Holz. Schon wieder nicht, was das für ein Zustand ist, den ich habe, aber ich bekomme wahrscheinlich mal, oh geil, danke, Schaden am Ende. Na komm, Last Stand. Ich habe schon Viecher erlegt, die größer sind als du. Au, oh Gott. Sowas von tot. Ja, ich bin tot. Oder auch nicht. Was zum Teufel? Heil mich, heil mich. Irgendeiner, bitte. Zu meinen letzten Tränke hier. Ihr müsst mich jetzt heilen. Was zum Teufel? Wie du aus ab. Ja, kann mich irgendjemand heilen, bitte? Ich sehe schon kommen, meine Dingens. Oh, danke. Meine, weiß ich nicht. Meine Schärfe nimmt gleich wieder ab. Und dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Oh. Mann. So. Nein, es war so klar. Verreck. Du kannst doch nicht mehr, ich weiß es. Hat wohl einer von denen ist wieder abgehauen. Kayamba. Super. Heißt, er konzentriert sich jetzt wieder auf mich, ne? Komm schon. Jawohl. Sehr schön. Oh Gott. Rückenpanzer brauche ich nicht. Ich brauche einen Skalp. Rätselschleim. Okay. Von Skalp. Dreck. Das war so klar. So, jetzt brauche ich noch ein paar Erze. Da kriegt man welche, glaube ich. Boah, meine Tränke haben gerade nur so ausgereicht. Ich sollte am besten noch so Kräuter oder so weit mitnehmen oder Blaupilze, damit ich während der Mission noch ein paar Tränke herstellen kann. Damit ich auf jeden Fall nicht tränkemäßig hier, also nicht zu wenig dabei habe. So, jetzt geben wir ein paar Aussterben, wenn es geht. Nein. Nein. Verdammt. So, den haben wir auch erledigt. Sehr schön.
Hoffentlich geht die Story jetzt irgendwie so weiter. Skalp, verdammt. Skalp, jawohl. Rätselschleim. Ah, explosives Gemüt, Brachidios Leben. Du hältst die Ausrechnung Obsidian Brosche. Okay, cool. Das war ein Kampf. So. Und es wollen Leute mit mir reden. Boah, jetzt wollen die beiden schon wieder mit mir reden. Lass mich erstmal gucken, ob ich questmäßig weitermachen kann. Wie schockierend! Die Unglücksmaske unseres kleinen Freundes soll merkwürdig reagiert haben. Das ist langsam wirklich zu viel. Glaubst du diesen kleinen Taugenichts? Nein, sag nichts, ich lese es von deinem Gesicht ab. Hm, verstehe, okay. Überraschung, wir haben eine neue Monsterjagd-Anfrage. Ein Zinogre gibt sich die Ehre, der ist hier in der Gegend neu. Wenn man den kleinen Kerlen erlaubt, glaubt, dann besteht eine Verbindung zwischen den Unglücksmaske und den Zinogre. Riecht wie eine halb explodierende Dungbombe, aber was weiß ich schon. Maske auf und ab geht die Monsterjagd. Mondgeheul. Unglücksmaske an Kayamba nötig, okay. Ja, wir können die Story gut, Gott sei Dank, weitermachen. Wäre schon mal gut. Jetzt wird wahrscheinlich sagen, dass es ein Brachidios hier ist, ne? Ein Brachidios, ja. Brachidios, was weiß ich. Okay. Du, ein Zinogre, der ist in diesem Gebiet aber neu. Der Zinogre kann starke Elektrizität abgeben. Wenn er aufgeladen ist, solltest du besonders vorsichtig sein. Ich habe gehört, die Maske des Lümmels reagiert auf das Monster. Sehr merkwürdig. Ich hätte nicht gedacht, dass die Maske auf bloße Anwesenheit eines Zinogre reagiert. Okay, dann sehen wir schon, was wir als nächstes kaputt hauen können. Und der will irgendwas von mir. Oh hey, da fällt mir ein. Habe ich dir von Schleim basierende Waffen erzählt? Waffen mit diesem Element verschleimen. Das ist wissenschaftliche Bezeichnung. Ihr Ziel nach und nach. Erreicht das Schleim wird kritisch Verschleimung, verletzt eine Explosion das Monster und seine Teile. Während des Vorgangs kannst du die Haltbarkeit der Teile mindern. Je weniger haltbar, desto zerstörbarer. Und man munkelt, dass der Schleim super bei Monster mit starker Verteidigung hilft. Nicht schlecht, was? Wo bekomme ich den Schleim her? Wirst du denken, tja, mit diesen richtigen Materialien und etwas Geld kann ich sofort eine Schleimwaffe anfertigen. Okay. Dios Klinge, was? Das ist aber nicht eine Anspielung an Dio aus JoJo's Bizarre Adventure, oder? Dios Katana, warum? Ach, Bachio Dios, ne? Ah. Okay, alles Bachio Dios Sachen. Mit euch rede ich im nächsten Part. Ich verkrüppelt mich doch wieder hier in mein Sprachzentrum. Und ja, dann würde ich sagen, wir spenden den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.